mir mein erstes Skateboard in den USA in Kalifornien gekauft. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass hier auf der Rückseite, da kann man sich ja immer so zum Muster wünschen. Und ich habe mir halt das ausgesucht, wo man den, was ist nochmal, die Untergrundbahn von New York drauf sehen konnte. Und zwar war es die Haltestelle Brooklyn. Weil ich super oft in New York war und mir das ganz besonders gefallen hat. Und dann habe ich mir hier oben drauf, das war, wie nennt man das nochmal? Meine Lieblingsfarbe blau ist. Und das war so meine erste Berührung mit dem Skateboard. Und ich kann einen Olli mit Birkenstock schnappen. Ja, das habe ich dann geübt und das kann ich auch ganz gut. Und das war so meine erste Berührung. Und deswegen war für mich auch klar, als ich dann angesprochen worden bin, also so eine Stiftung zu unterstützen, Skate Aid, jetzt nicht nur, weil sie in Afrika ist, sondern weil ich finde, einfach Skateboarding ist ein Sport, den man unabhängig von der Tatsache, dass man irgendwie in einem Team ist oder wie auch immer, jederzeit machen kann und auch überall machen kann. Das ist halt der Vorteil. Also man braucht keinen Fußballplatz, man braucht keinen Tennisplatz, sondern man braucht eigentlich nur ein Skateboard. Und die kann man ja auch irgendwo gebraucht ganz günstig erwerben. Und deswegen finde ich es fantastisch, dass die Skate-Aid-Hilfe in Afghanistan so gut gefruchtet hat und dass es halt jetzt auch nach Afrika geht. Und dass ich das natürlich persönlich unterstützen darf, weil meine Mutter ja gebürtig aus Tansania kommt, nämlich aus Moshi. Und Moshi ist übrigens, ich glaube, es liegt nordöstlich von Arusha, also ein bisschen mehr im Landesinnern. Und nächstes Jahr soll ich dann 2011 gemeinsam mit Skate Aid runter nach Tansania fliegen. Und dann mit meinen eigenen Händen darf ich helfen,